In Frankreich hat die Endrunde der Kommunalwahlen begonnen. Die Stichwahlen in knapp 5000 Kommunen waren eigentlich für Ende März geplant, mussten aber wegen der Covid-19-Pandemie verschoben werden. Bei der ersten Wahlrunde Mitte März war weit mehr als die Hälfte der Wähler nicht zur Abstimmung erschienen. Zudem war der Wahlgang trotz beginnender Corona-Pandemie stark kritisiert worden und sollte sich im Nachhinein als Infektionsbeschleuniger erweisen. Dem Macron-Lager inklusive Regierungschef Edouard Philippe, der in seiner Heimatstadt Le Havre kandidiert, droht eine herbe Schlappe. Eigentlich wollte die Präsidentenpartei La République en Marche Paris und mehrere andere große Städte erobern. Stattdessen werden nun vor allem den Grünen und ihren Verbündeten Erfolge zugetraut, unter anderem in Lyon, Toulouse, Straßburg oder Tours. Aufgerufen sind gut 16 Millionen Wählerinnen und Wähler, das entspricht etwa einem Drittel der Wahlberechtigten. Es ist der erste politische Stimmungstest nach den wochenlangen Ausgangsbeschränkungen während der Pandemie, die Frankreich mit rund 30.000 Toten hart traf.